Wie Hirn und Muskeln zusammenspielen, das lernen derzeit auf spezielle Weise Österreichs beste nordische Kombinierer. In Seefeld bereiten sie sich auf die WM vor mit, wie heißt es nochmal, Neurocoaching. So nennt sich das Ganze, das die Kombinierer WM fit machen und für Medaillen sorgen soll. Gut, jetzt mach Kopfbewegung. Nein, nein. Also Rotationen dazu in der Position. Rücken bis zur Füllung schauen. Und weiter bewegen und Blicksprung, während du bewegst. Marc Nölke ist Spezialist für Neurocoaching und arbeitet seit dem Sommer mit dem ÖSV-Kombi-Team. Letztendlich geht es bei uns darum, sich effektiv und genau und präzise und möglichst schnell zu bewegen. Und Man weiß inzwischen, dass letztendlich das Gehirn alles steuert, was wir bewegen, jede Bewegung steuert, nur niemand trainiert das Gehirn gezielt. Was wir im Neuroathletiktraining machen, ist jeden Athleten ganz individuell analysieren, testen und ihm dann zugeschneidert auf sein Profil ein Trainingsprogramm zu liefern, was ihn individuell, sein Gehirn so reizt, dass das Ergebnis, die Bewegung effizienter und besser wird. Das schaut im Fall von Lukas Greiderer so aus. Der Absamer hat auf der Schanze Probleme mit der Symmetrie. Sehr gut. Damit es ihn nicht ungewollt in eine Richtung zieht, wird jene Gehirnhälfte angeregt, die seine schwächere Körperhälfte steuert. Das muss ich zugeben, macht dann auch gleich müde, wenn man jetzt total einen harten, wie er einen Schultag gehabt hat. Und also in den vorigen Jahren im Training habe ich das zum Beispiel nicht gekannt, dann haben wir nur die körperliche Belastung gehabt und das ist natürlich auch ganz was Neues. Also da ist man halt schon relativ kopfmüde auf Nacht. Egal ob Aufsteiger oder Routinier, alle im Team werden mit für sie komplett neuen Reizen konfrontiert. Es ist einfach mental und für den Kopf und für den Geist und für den ganzen Körper ist das schon sehr wichtig, dass du nicht nur stur in eine Richtung gehst, sondern im Endeffekt sind es viele Richtungen, wo es genau da hinführen, wo du hin willst. Da brauche ich genauso wie kein anderer kein Geheimnis draus machen. Trainieren tue ich für einen Weltmeistertitel, vor allem da vor heimischer Kulisse, genauso wie für einen Weltcupsieg trainiere. Und dafür muss man offensichtlich mittlerweile nicht nur aus seinem Körper, sondern auch aus seinem Geist das Maximum herausholen.